wanna come on me, come on me. Oh, you might still play with me, play with me. Baby, I'm falling for you. I don't really care who you are. Baby, you just me, what can I call you up? Yeah, something just hit me hard, girl. Don't it feel shallow, lean you up? Oh, oh. Baby, girl, you're driving me so crazy. Oh, oh. Cause I've been thinking about you lately. Herzlich willkommen zum nächsten Flug. Wir fliegen von Bodø in Bø nach Trondheim mit die Skandinavien hier. Ja, vom Wetter her sieht es gar nicht so schlecht aus. Unsere Flugroute sieht man auf der Karte. Ist auch etwa eine Stunde Flugzeit. Ja, unsere Abflugroute wird Richtung Osten sein auf der Cirrus 7. Fliegen wir raus Richtung Osten, um dann Richtung Süden abzudrehen, Richtung Dismu hier. Initial Climb ist bei 7000 Fuß. Ja. Würde ich sagen, legen wir los. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja. Ich muss noch ein paar Tools starten, dass die auch aufzeichnen. Den connecten wir noch, dass wir da oben auch was reinkriegen. Und dann geht es ins Cockpit. Ja, relativ dunkel hier oben im hohen Norden. Dadurch, dass die Sonne so tief steht. APU Start. Das können wir schon mal hochstellen. Das, das und das geht schon mal an. Dann gehen wir ins Flypad. Und bereiten mal den Flug vor. Ein Grad Außentemperatur in Bodø am Meer hier. Na, teilweise Schnee, teilweise Regen unterwegs. So sieht das aus. So, dann erstmal tanken. Wir haben 4748 geplant. Das ist nicht so viel. Mal kurz rausgucken. Ja, das ist komisch, das ist ein Primärflughafen. Hier funktioniert leider nicht alles. Wir machen einfach die Tür auf. Und dann passt das schon, ja? Dann. 0. Dann.
auch integrated. Bisschen flott. Ja, ein bisschen flott. PPU-Cleat on für die Klimaanlage. Na, von Logo Lights gehen an. Und dann 51 Passagiere gehen an Bord gleich. Cabin Crew, prepare for boarding. Ist in Arbeit. Was habe ich? 4-2, ne? 4-7. Ja. 4.7 Block Fuel. So, Departure 07 Dispatch etwa Inside. Wir klären das mal raus. Und so an. Sieht das doch ganz gut aus hier. Hm? Schön sieht es hier aus. So, dann. Warten wir hier auf. Dann. Haben wir 3405 Meter lange Startbahn, eine Runway Heading von 71 Grad, die bedacht wird als nass, dann eine Airport Elevation von 9er Feet, ein Q&H haben wir von 9er. Macht er nicht. Und eine Temperatur von 1 Grad. Ein Wind mit 90 bei 14 Knoten. Und da reingucken. Passagiere sind fast durchgebordet. Und dann. Hier 200 Postweight und ein 24 Dot 8 und hier aus Engine. Dann Performance. V1, 125. V2, 133. V-Rotate,
V2, 143. Up 0.8. Flex temperature. Achso, ich hab die falsche. Calculate. 124. One, three, two. One, four, seven. Das bleibt gleich. Dann haben wir eine Flex-Temperatur von 37 Grad. Und sind eigentlich so weit durch. Wir machen mal die Türen zu. Und drin. Sind fertig für Push and Start. Dann. Achso. Moment. Wir machen das mal so. Mir ist gerade aufgefallen, dass mir ein Programm abgestürzt ist. Das starte ich mal gerade neu. Das merkt ihr eigentlich nicht. Wir müssen noch mal. Jetzt hat er's. Jetzt hat er's. Jetzt geht es. Wunderbar. Und so on. Und nochmal. Rückwärts. Beacon on. Und starten Engine Nummer 2. So. Und so an. Halten.
Ah, fehlen ein paar Lichter. Naja, macht nichts. Die schauen wir mal zu. Dass wir hier was sehen. Und Engine 1 darf starten. Ja, 1009, wunderbar. Bisschen flott vielleicht. Oh mein Gott, ein bisschen langsamer. Langsamer. Flaps gehen auf 1. Kurz anhalten, ich habe noch was vergessen. Thank you.
Prototraffic Prototraffic information Scandinavian 4573 line up 07. Please prepare for takeoff. Auto traffic information Scandinavian 4573 takeoff 07. Trust set flex. One and rotate. Positive climb. Yep. Autopilot. Lever set to climb. And laps up ground spoilers disarmed and selber was bereitstellen, ne? Das kann von hier aus kurz auf 2:30 gehen und dann und Standardlenkung. Kann er mal auf 2:50 gehen.
gentlemen, the captain has turned off the fasten seatbelt sign, and you may now move around the cabin. However, we always recommend to keep your seatbelt fastened while you're seated. So, meine Damen und Herren, wir steigen nun auf unsere Reiseflughöhe von 30.000 Fuß. Und fliegen wieder Richtung Süden. Das wird mein letzter Flug für heute sein. Das ist sehr sicher. Ist auch ein kurzer Flug, 227 nautische Meilen. Zu fliegen.
Wunderschön sieht das doch aus. So, wir haben 29 Minuten zu fliegen. Das heißt, ich muss mir mal gerade auf P angucken, wie der Anflug geplant war. Das war Nupco Lima Arrival. Wo ist es? Ja, die ISS 09 geplant. Ja, die ISS 09, die Nupco Tulima. Nicht wie ein Bambu. Ja,
100 Grad. So, gucken wir uns mal kurz noch an. Das gucken wir uns noch mal an. Und zwar haben wir den Arrival-Chart. Wir kommen bei Nupco in den Arrival rein. Möglichst bei Flight Level 120, sinken dann durch auf 5000 Fuß bei Tildu. Wobei ich werde die 5000 Fuß bei Tildu anpeilen. Ja? Das heißt... Genau. Das ist 5000 Bab. Dann bei Irkix 4000 Fuß. Von Irkix schwenken wir dann spätestens ein aufs ILS. Für die CO9er. So ist es geplant. So machen wir das. So wird das toll. Das heißt, ich muss mal gerade ins Cockpit, weil das sind nur noch 160 nautische Meilen Luftlinie. Das heißt, das programmieren wir mal ein. Ne? Arrival, die ILS 09er via Nupco. Nupco to Lima via Irki und Insert. Da können wir hier noch ein Direct fliegen. Das ist wunderbar. Wobei da auch irgendwo. Dass das ja Quatsch, ja. Los. Los. Und so wird nämlich ein Shoot raus, ne? So, dann muss ich mal gerade mal reingucken. Bei plus 120.
Ah, da die Transition falsch drin. So, wenn wir bei Titlu 5000 haben wollen, dann rechnen wir das mal aus. 5000. Brauchen wir 89 nautische Meilen etwa, ne? 89, so. Dann. Bei Titlu. Was? Titlu. Ja, ich bin auch nicht da. Titlu. 89 nautische Meilen. Und Progress. And so on. Wir sind bald ready for descent, Freunde. So, dann. Das ist, descent from Nord Level. 302. 5000 feet, I think so. Yep, ja. Was? Wir Bintu Nup Nupko Tulima Nup Gu, das ist noch Gu oder Nupko Nupko Tulima Arrival via ihr Kicks vor ALS. Ja. So, dann können wir das nämlich schon mal einstellen. Und dann können wir so, bei Titlu darf ich maximal noch 220 Knoten haben. So mal was, ne? So.
Von diesem Schub raus. NVA. Da könnte man eigentlich, weil er das ja macht. Next Phase. QNH 1012 1012. Temperature ist 1 Grad. Wind bei 80 mit 5. Transition Attitude stimmt. Bei Cut sind 220. Wie hoch sind der? Nicht hoch oder was? 16 Fuß. Okay. Flugzeit noch etwa 20 Minuten. Wahrscheinlich etwas kürzer, weil ich abkürzen werde. Ja? Landebahnlänge ist 2500 Meter. Auf Medium.
No tak, ale nie jak to tam. Nie, no to co będziesz powiedział, no. So, wir descenden weiter auf 5000. Das sieht ja schon stark aus. Definitiv. Da wollen wir uns hier als Angehörige durch die Wolken wollen. So, Speed Reduction 250 Knots. Wollen wir näher ran. So, dann machen wir den Landekursender-Empfänger schon mal an. Dann
2012. Unter 10,3 stimmt. Ja.
Lap 2. Hier gehen wir runter. Ne, warte mal. Ne, mal damit bleiben wir noch bei 220. Und dann gehen wir runter gleich. Jetzt 180. Aber Flaps 2. Flaps 2. Descending. Trondheim Traffic Information, Scandinavian 4573 turning on ILS 0900 descending 2900 feet.
On time traffic information, Scandinavian 4573 on ILS 09. Ja, wir sind noch im ILS, wir sind ein bisschen weg, aber. 2500. Das haben wir. Speed Breaks. Ahnt. NTIS geht auf. Cabin. Check. Speed managed, speed down. Flaps 3. On time traffic, Scandinavian 4573 on final 09. Und? Bleibt's voll. Minimum. Continue. Reverter. Reverser. Das andere links. Hier, ja, das links. Und dann Traffic Information. Das könnt ihr mir wieder weghittet. Sie und einer. Und so an. Halten wir kurz an. Machen wir die APU an. Wir stellen uns gleich auf die 31 hier.
Zelensky das? Und fucking break is set. Es geht auf. Die APU is available. APU bleed on. Das geht aus. Und. Ja, das haben wir vergessen. Das geht aus. Das geht aus. Die geht auf. Das geht auf. 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 Und auf. Lava echt mehr hier drin rum. Und Beacon geht auf. Und the door geht on. Oh. Und Seatbelt Signs gehen aus. Treibstoffpumpen gehen schon mal aus. Und so on. Sind wir ready? Departure. Deplaning. Und ich darf mich verabschieden an der Stelle und bedanke mich fürs Zusehen. Tschüss.